begrüße euch, meine Lieben. Und zwar kommt hier jetzt ein Wochenorakel für den 13. September bis einschließlich 19. September. Ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht und beginne auch hier wieder mit einer Überschriftskarte, diesmal aus dem Engel-Tier-Orakel. Dann wird es pro Tag eine Lenormand-Karte geben und ein zweites Lenormand-Deck wird die erstgenannten Aussagen noch unterstreichen. So ist jetzt hier der Aufbau für dieses Wochenorakel gedacht. Na, wollt ihr nicht? Ja, die verwendeten Kartendecks für all meine Orakel, die findet ihr nach wie vor unter meinem Link in der Infobox. Hoppala, hoppala, das sind zu viele. Und auch das ist natürlich, wie all meine sonstigen Legungen auch, eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das entscheidet ihr ganz allein, wenn ihr die ersten Deutungen hört, dann merkt man ziemlich schnell, ob das für euch vorgesehen ist oder auch eher nicht. Ja, nach wie vor möchte ich mich auch bedanken für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar und auch für das Aktivieren des Glöckchens selbstverständlich, weil damit schließt ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal ab und das bereitet mir natürlich die Freude, weil ich dann Zahlen vor Augen habe und somit sehe, dass die Abonnentenzahlen steigen und sich eben genügend Leute auch für meine Orakel interessieren. Ja, dazu kann ich natürlich auch noch ein Danke schicken an all diejenigen, die sich hier bezüglich dieser Wochenlegungen geäußert haben. Ich ziehe das jetzt mal bis zum Monatsende durch und werde mir dann nochmal alle Kommentare dazu ansehen und entscheiden, ob es so bleibt, was wie gesagt für mich eine Erleichterung ist, weil ich dadurch mehr Freizeitkapazität habe, um andere Orakel für euch noch zu machen oder ob ich wieder in die andere Legeweise zurückgehe. Aber das werden wir dann sehen. So, 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. Das ist also für jeden Tag erstmal eine Hauptaussage. Und wir beginnen auch erstmal mit der Überschriftskarte. Da haben wir die Ratte. Steh zu dir selbst und das Universum belohnt dich. Ja, ist eigentlich immer so eine Sache, ne? Man lässt sich also selbst ganz schnell von seinem Umfeld aus der Ruhe bringen, beziehungsweise sich selbst so in Zweifel zu stellen. Nicht nur sich selbst, sondern auch die eigenen Vorhaben und Ansichten. Und hier weist dich eben das Universum durch diese Karte darauf hin, dass das eben nicht der Fall sein soll, sondern dass du wirklich zu dir selbst stehen sollst und dass du dafür vom Universum belohnt wirst. Und alleine, das ist es schon wert, ne? Ja, am Montag haben wir die Lupe. Das heißt, irgendetwas solltest du genauer betrachten. Und dazu nehmen wir jetzt das andere Lenormand-Deck und schauen mal, ob wir da mit ein oder zwei Karten eine entsprechende Antwort bekommen, was du da genauer betrachten solltest an diesem Tag.
Eine Karte hätte ich gern, liebes Universum. Danke. Ah ja, also, du solltest hier etwas in deinem Zuhause unter die Lupe nehmen. Das heißt, dein Zuhause, was hier durch die Lenormand-Karte das Haus dargestellt ist, scheint für dich momentan eine wichtige Rolle zu spielen, wenn es heißt, dass du dieses unter die Lupe nimmst. Das heißt, vielleicht bist du am Überlegen, wie wir es ja jetzt gerade in der letzten Woche im Spontanorakel hatten, da ging es auch um das Haus. Es ging um eventuelle Veränderungen, um Auszug, um Umzug, um häusliche Veränderungen und so weiter, soweit ich mich entsinne. Und das scheint immer noch relevant zu sein. Also das begleitet dich scheinbar jetzt auch noch in diese Woche, was ja eigentlich klar ist, weil man sowas nicht so schnell über die Bühne kriegt, wie man es im Kopf bereitlegt, ne? Also das heißt, du bist immer noch in dieser Schleife des genauen Betrachtens, was dein Zuhause hier betrifft, um da genau zu wissen, wie du vorgehen sollst. Aber dabei auch dir diese Überschrift zu Herzen nehmen, steht zu dir und das Universum belohnt dich. Also lass dich wirklich nicht beeinflussen. Betrachte alles genau, das ist schon der richtige Weg. Das heißt auch nicht vorschnell etwas unterschreiben oder annehmen. Aber bleibe dabei, stehe zu dir selbst. Was haben wir am Dienstag? Da haben wir die Mäuse, das heißt, irgendetwas nagt an dir, bereitet dir Probleme. Du bist etwas aufgebracht, auch das kann immer noch nachhängen von dem benannten Spontanorakel, dass man versucht, dich immer noch zu beeinflussen. Ja, dass man da auch ein bisschen hinterlistig rangeht und du dadurch doch sehr verunsichert wirst und ja, voller Kummer bist, weil du einfach so hin und her gerissen bist. Es beschäftigt dich und gleichzeitig macht es dich aber auch traurig und unsicher. Aber da kann man dann einfach sich nur auf diese Überschrift hier verlassen und sich sagen, steh zu dir selbst und das Universum wird dich belohnen. Also ich denke, man muss, auch wenn es mit Kummer verbunden ist, vielleicht manchmal Wege gehen, die für andere schmerzhaft sind. Aber wenn man selbst an so einem Punkt ist, wo man sagt, hier kann ich nicht weitergehen, dann finde ich, ist es auch wichtig, seinem Herzen und seinen Intuitionen zu folgen. Und wir sehen hier, dieser Kummer entspringt der Tatsache, dass es immer wieder zu Nachrichten kommt. Das heißt, das, was du hier am Montag unter die Lupe nimmst, was für dich wichtig ist, für dein Fundament, für dein Zuhause, zeigt sich am Dienstag, dass du immer noch Nachrichten bekommst, die dir Kummer bereiten. Das können eben auch, wie gesagt, Nachrichten von Menschen sein, die dir das ausreden wollen. Die sich einfach dir in den Weg stellen wollen und dir das ja, in furchtbar grauen Farben alles darstellen. Und das ist genau diese Nachrichten, die bereiten dir jetzt diesen Kummer. Wir schauen mal, ob es dir Mittwoch besser geht. Ja, am Mittwoch haben wir die Sense. Das heißt, da entsteht eigentlich bei dir, es wird zu einer Entscheidung kommen. Die Sense zeigt eine Ernte, zeigt aber auch Schnelligkeit. Und ich denke einfach, dass es jetzt auch an der Zeit ist, schnelle Entscheidungen zu treffen und dich nicht weiter diesem Kummer hinzugeben, egal in welcher Form,
Das muss ich jetzt nicht alles auf das vorgenannte Spontanorakel beziehen, denn wir haben ja hier eine Wochenlegung für den 13. bis 19. Das heißt, auch an diesem Mittwoch kann es sich um ganz andere Themen drehen, wo aber eine schnelle Entscheidung von dir erwartet wird. Und die solltest du auch einfach ruhig angehen, denn wir schauen mal, ob wir sehen, um welche Entscheidung es sich eventuell dreht. Ob es sich hier zeigt, hier dreht es sich um. Ja, es geht um Entscheidungen, die dir positive Veränderungen bringen. Also das heißt, du kommst in die Ernte. Am Mittwoch wirst du erkennen, dass du schon ziemlich weit bist in deinen positiven Veränderungen, dass du da schon weit vorangekommen bist, dass sie sichtbar sind, diese positiven Veränderungen, und dass du genau auf diesem Weg bist, nämlich zu dir selbst zu stehen und dich belohnen zu lassen vom Universum. Das zeigt sich hier. Es kommt schnell zu positiven Veränderungen. Und das Ganze ist so aufgestaffelt. Du kommst in solche, ja, in positive Schwingungen. Am Donnerstag ist alles leicht. Also diese Schwingungen bringen dir Leichtigkeit, bringen, ja, Freude, Enthusiasmus. Du schaust jetzt auf diese positiven Veränderungen. Du weißt, dass sie zum Greifen nahe sind und dass du immer mehr in diese, ja, in diese Veränderung kommst. Und schaut euch an, was ihr für ein Blatt für diese Woche habt. Ihr habt mit diesen Veränderungen und diesen, ja, freudigen Schwingungen, Enthusiasmus, die machen sich auch im Materiellen, in der materiellen Fülle oder in der emotionalen Fülle bemerkbar. Das heißt, ihr kommt hier in eine wunderbare Zeit. Ich ziehe jetzt hier mal eventuell noch eine zweite Karte, vielleicht um zu sehen, ob es die materielle oder die emotionale Fülle darstellen soll. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil sich hier die Freude durch diese Schwingungen, das heißt, man geht so locker, man geht beschwingt und voller, ja, Freude und Enthusiasmus geht man an diesem Tag, geht man in diesen Tag. Und wir haben hier einfach, zeigt sich nicht, um welche Fülle es sich handelt. Aber sichtbar ist, dass diese Freude und dieses Beschwingtsein, diese Fröhlichkeit auf jeden Fall mit Entscheidungen zu tun hat. Du triffst endgültige Entscheidungen, welchen Weg du gehst. Du bist jetzt auf dem Level, wo du sagst, ich gehe meinen Weg. Und das bringt dir auf jeden Fall die Fülle. Die Fülle entweder im emotionalen oder sogar im materiellen Bereich. Also das ist eine wunderbare Aussage auch schon für den Donnerstag, sodass wir schauen können. Der Freitag, ja, der Freitag ist etwas illusorisch, da haben wir den Mond. Da kommen nochmal so Sehnsüchte in dir auf. Sehnsüchte, die du aber eigentlich jetzt nicht mehr so richtig greifen kannst. Du bist so an so einem Punkt, wo man in seinen Sehnsüchten vielleicht auch so ein bisschen noch in der Vergangenheit hängt, noch überlegt, war meine Entscheidung, diesen Weg zu nehmen, der richtige. So ein bisschen, ja, die Intuition, die man so in sich fühlt, die verwirrt teilweise an diesem Freitag. Das heißt, du bist selber so ein bisschen in einer Sehnsucht gefangen, die du eigentlich nicht so richtig beschreiben kannst. Eigentlich hättest du allen Grund, glücklich, freudig und zufrieden zu sein, aber irgendwas stagniert im Moment, was dich so ein bisschen, ja, in diese Traurigkeit bringt, in so eine Traurigkeit, die eben mit Sehnsucht verbunden ist. Ja, und das setzt sich so ein bisschen in Bewegung, wo man denkt, naja,
War diese Bewegung, war all das, was ich jetzt gemacht habe, war es das Richtige? Also es kommen im Moment am Freitag so einige Zweifel bei dir hoch. Ich ziehe dazu jetzt auch noch eine zweite Karte, um vielleicht noch etwas detaillierter zu sehen. Ja, du bist da so, wie gesagt, du weißt, das Ganze hat sich jetzt in Bewegung gesetzt. Es kann auch durchaus sein, dass dir das jetzt natürlich auch etwas Angst macht. Denn du siehst, da ist etwas ins Rollen, ein Stein angestoßen worden und jetzt kommt das Ganze ins Rollen. Und wie gesagt, es hat sich hier schon auf den Weg gemacht. Und vielleicht ist es das, was dich jetzt etwas verunsichert, wo du hin und her gerissen bist, wo du so ja, in deinen Gedanken festsitzt, obwohl dir die Karten sagen, dass auf dich wunderbare Zeiten kommen. Und die Überschrift dir sagt, steh zu dir, das Universum belohnt dich. Ja, und schau, lege diese Zweifel, diese Sehnsüchte, diese Unsicherheit, lege sie ab. Du bist, wie gesagt, schon in Bewegung und auf dich wartet im familiären und privaten Bereich so viel Ruhe, so viel Harmonie, so viel Glücksgefühl, dass du diese Unsicherheit oder diese Zweifel einfach jetzt wirklich hinter dir lassen solltest. Und voller Enthusiasmus in die Zukunft schauen. Es warten wunderbare Dinge auf dich. Also sieh es einfach als neuen Abschnitt an in deinem Leben. Und wir schauen mal, was wir am Samstag haben. Ja, da kommt dasselbe noch einmal, nämlich der Hinweis Harmonie. Freude, Ruhe. Am Samstag kommst du wieder zur Ruhe. Das heißt, das, was dich hier Freitag etwas beunruhigt, wo du gewisse Zweifel und Unsicherheiten hattest durch den Mond, am Samstag hast du deine Ruhe wieder gefunden, kommst wieder in die Harmonie und schaust jetzt wirklich voller Zuversicht und voller Vorfreude eigentlich auf das, was da jetzt auf dich wartet, bist eigentlich voller Spannung und ja, du gibst dich dem jetzt einfach hin und vertraust auf diese positiven Veränderungen, vertraust auf Freude, auf Beschwingtheit, auf emotionale oder materielle Fülle. Du wirst dich darüber austauschen, du wirst Menschen an deiner Seite haben, die mit dir diese Freude teilen und die erkennen, dass du jetzt in die Ruhe und in die Harmonie kommst und die dich da auch weiter unterstützen, dir zur Seite stehen und im Grunde genommen dich beflügeln und das, was du tust, befürworten. Das sehe ich für den Samstag. Und hier haben wir fantastisch noch den Bären dazu. Das heißt, du kommst in deine Stärke. Du hast die Kraft, du hast die Stärke, all das, was sich hier in dieser Woche auftut, wirklich gut zu meistern, gut auf den Weg zu bringen. Denke an diese positiven Veränderungen und schau wirklich voller Zuversicht. Und der Sonntag, der unterstreicht das Ganze noch, denn da haben wir das Rad. Das Rad des Schicksals ist in Bewegung, so wie auch hier am Freitag das Schiff sich schon auf den Weg macht. Am Sonntag ist das Rad des Schicksals in Bewegung. Das heißt, es wird sich zu deinen Gunsten entwickeln, denn du hast hier die Blumen. Das heißt, die Freude, die Einladungen, die Geschenke. Auf dich warten wunderbare Zeiten, die auch in der Öffentlichkeit, das heißt alles, was um dich herum ist. Die Öffentlichkeit können Behörden sein, können aber auch deine Umgebung, dein Umfeld darstellen. Und auch da bist du eigentlich in einer Position, die dir wirklich die Freude bringt, die dir
Geschenke bringt, die dir Einladung bringt, so wie sich das Rad des Schicksals hier in Bewegung setzt. Und das Ganze wirst du am Sonntag, den 19., wirklich voll auskosten können. Das heißt, du wirst unterwegs sein, du wirst mit Geschenken und Einladungen zu tun haben und du wirst dich in der Öffentlichkeit bewegen. Und die ganze Woche ist nochmal gekennzeichnet von der Sense, das heißt, diese schnelle Bewegung, die jetzt kommt, du kommst jetzt in die Klarheit, die Wolken werden sich verziehen und du gehst geschickt ran. Hier der Fuchs ist praktisch, der Schwanz zeigt nach außen. Das heißt, hier ist es nicht mehr die Hinterlist, das Falsche, sondern es ist deine eigene Intelligenz, die du hier wunderbar umsetzen kannst und die dich dann eigentlich auch in dieser Woche wunderbar an dieses Ziel bringt, nämlich steh zu dir selbst und das Universum belohnt dich. Also diese Woche zeigt dir, welche Belohnungen auf dich warten. Du musst dich nur für den richtigen Weg dazu entscheiden. Und die Kraft und die Stärke hast du. Also ihr Lieben, ich wünsche uns allen eine fantastische Woche. Werde sicherlich im Laufe dieser Woche auch nochmal eine Spontanlegung machen. Lasst euch überraschen, ob es ein Thema gibt oder ob ich da einfach wieder gelenkt werde. Und ich freue mich, wenn ihr weiter an meiner Seite seid. Bis bald!